Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Teil hier von The Search 2, wo wir uns jetzt hier gerade in Port Nixon befinden. Da haben wir es im letzten Teil hingeschafft. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob es hier überhaupt weitergeht. Aber jetzt sind wir schon mal da. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an hier. Wo komme ich hier raus? Ich glaube, die Gegend kommt mir bekannt vor, aber sicher bin ich mir nicht. Hier kriegen wir einen Schrotthaufen. Oh, und ich habe hier fast meine ganze Drohnen-Munition schon verballert. Lass mal die hier wegschießen. Und hier ist alles giftig. Ah, nee, komm. Komm hier runtergesprungen. Ich will nicht meine letzten. Meine letzten Munitionskapazitäten hier noch mit dir verballern. Aber hier habe ich ein paar Omnizellen bekommen. Hier ist alles giftig. Wo genau bin ich hier? Okay. Ah, okay. Ach, das war, wo diese vielen explodierenden Drohnen rumgelaufen sind. Wahrscheinlich kommt man jetzt hier aber gar nicht mehr zurück, oder? Habe ich was von explodierenden Drohnen gesagt? Genau, Paper Street. Hier bin ich doch irgendwie. Oh. Oh shit. Zu meiner Medibay wieder zurückgekommen. So. Oder auch nicht. Nee, da ist man ja runtergesprungen da hinten. Genau. Ist man nicht zurückgekommen. Uiuiui. Nein, 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 nein. Ach, der schießt da auf mich. Kriege ich diese Drohne von hier unten? Ja. Gut. Und diese hier? Das ist gut. Das ist gut. So, ich Typi, werde ich doch hier noch erledigen können. So. Genau, aber man springt ja von hier oben runter. Das heißt, hier komme ich nicht weiter. Wie bin ich denn da immer durchgekommen? Ich meine, es ist ja auch nichts mehr so, wie es war. Also vielleicht. Gehen wir hier rauf. Ah ja, genau. Okay. Gut, dann haben wir hier zumindest die Medibay wieder entdeckt und die ist sogar noch im Betrieb. So. Aber. Jetzt ist die große Frage. Wo geht's hin? Hm.
Wo geht's hin? Jetzt kann ich wieder hier runter, aber ich glaube, wir müssen wieder dahin. Oh Gott, jetzt bin ich beinahe hier runtergefallen. Wo ich beim ersten Mal nicht weitergegangen bin, wie wir hier waren. Ich werde das nochmal versuchen. So. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich da lang muss. Weil ich war ja auf irgendeinem Brückenkonstrukt mal. Das Mittel hat euch geholfen, unsere heiligen Städte zu verteidigen. Ich glaube, es ist hier durchgegangen. Ich glaube es aber auch nur. Wo ist man denn hier hingekommen? Vielleicht war das eine Abkürzung. Nee, ich glaube, da hat man hier nur... Da kann man jetzt hier rauffahren, Leute. Ich weiß es nicht. Ich muss da einfach irgendwie... mich jetzt mal durchkämpfen. So, der hat was fallen lassen. Schiffsfriedhof. Das ist ja alles hier viel leichter jetzt, wenn man so ein bisschen gelevelt ist. Zap, zap. So. Jetzt kann man hier da oben hinfahren. Ich fahre da jetzt mal oben hin. Ich habe keine Ahnung, ob uns das in irgendeiner Form weiterbringt, aber es sieht zumindest interessant aus. Blue Sparkle Komplex. War ich da nicht schon mal? Da kann ich hier oben rauf. Ist magnetisch versiegelt. Derzeit außer Betrieb. Okay. Hier komme ich wohin? Wahrscheinlich hätte ich da jetzt gar nicht durchlaufen müssen, sondern hätte da easy peasy irgendeinen Shortcut nützen können. Natürlich. Oh mein Gott. Okay. Dann fahren wir hier mal wieder zurück. Das ist schon saupraktisch hier mit diesen Exo-Lines. Aber das muss ich mir jetzt merken, dass ich mit dieser hier hinkomme. Aber ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Bin ich hier wieder zurück. Ich suche mir jetzt hier irgendwie einen Wolf, habe ich dieses Gefühl. Gut, dann fahr mal wieder hier irgendwo hin mit den Seilrutschen und schau mal, ob ich da irgendwie weiterkomme. So.
Aber hier laufe ich ja immer nur im Kreis. Ihr vertrieben sie von unserem Land bis auf den letzten Mann. Doch die Drogen für den Kampf waren euer Mann. Ich bin völlig verwirrt. Aber ich bin immer irgendwie noch nicht da, wo ich eigentlich... Ah, die ist schon wieder hier. Wo genau war das? Hier war es nicht. Aber egal. Ich gehe jetzt hier mal... Hier war es nicht, aber wo bin ich denn dann da? Wo wollte ich genau dahin? Da drüben, glaube ich, wollte ich hin. Genau. Kann ich da rüberspringen? Nee. Oder von da vorne runter? Da drüben rauf wollte ich. Da geht eine Strippe rüber. Mal gucken, wie ich da runterkomme. Ah, ich will ja nicht die ganzen Typis hier hinter mir herlaufen haben. Ah, hier geht's nicht weiter. Oh shit. Okay. Gut, oder auch nicht gut. Das war jetzt jedenfalls... Und hier kann ich jetzt nicht runterspringen. Na toll. Oder hier? Kann ich hier? Ich springe einfach mal hier so. Ups. Uiuiui. So. Genau, hier gehe ich jetzt mal hoch. Das war die Stelle, wo ich hin wollte. Wo ich ja irgendwie nicht rein bin dann. Schisser. So, wo komme ich jetzt hier? Zum Dom des Funkens. Ich glaube, da sind wir richtig. Das sieht gut aus. Da gehen wir jetzt mal rein. Ah, ich Depp, ich hätte hier in Port Nixon noch ein Graffiti setzen müssen. Naja, vielleicht komme ich wieder raus. Ich weiß es ja nicht. Dom des Funkens. Aber ich meine, hätten wir bei der großen Mauer oben nicht auch noch irgendwas erledigen müssen? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und ich will jetzt nicht gleich schon wieder einen Bosskampf haben, ganz ehrlich. Dom des Funkens. Auf dem Rohr, wie im Film. Ja, so wie eine Maus. Ich gehe jetzt nochmal schnell. Kann ich hier zurück? Ah doch. Ja, sorry for that. Ich setze jetzt hier noch ein Graffiti da. Im Port Nixon, weil die Trophäe hätte ich schon ganz gern. Und ich meine, da muss man in Port Nixon eins setzen. Also man muss in Downtown eins setzen. In Gideon's Hawk, das habe ich gemacht. In Port Nixon. Im Untergrund bin ich mir jetzt nicht sicher.
3D-Oberkommando muss man einsetzen. Das habe ich, glaube ich, auch gemacht. Und im Dom des Funkens. Gut, dann setze ich jetzt hier in Port Nixon nochmal eins. Machen wir jetzt mal hier. Jetzt seht ihr mich hier wieder. Wie doof rumexperimentieren. Ach, das war wieder die Farbe. Da, das hier, genau. Oh, es hat geklappt. Fast aufs erste Mal, okay. Und dann, weil ich gerade schon mal hier bin. Setze ich hier auch noch mein Banner. So. Genau. Und verdiene mir da ein paar Tech-Scraps damit. So. Und was nehmen wir jetzt hier wieder rein? Das war es jetzt irgendwie nicht. So. Genau. Zurück. Sorry, dass ich da jetzt hier den Spielfluss so ein bisschen aufhalte, aber... Was sein muss, muss sein, und Trophäen sammeln ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht mache ich ja doch mal auf Platin, aber ich glaube nicht, weil ich habe mir das angeschaut. Und einige Sachen davon sind halt irgendwie nur durch langwieriges Sammeln und und zusammengrinden irgendwie erreichbar. Da schießt einer auf mich. Ich muss das jetzt offensichtlich da zu dieser Leine davor schaffen, ohne dass der mich abschießt. Naja gut, vielleicht einfach mit rennen und schnell, schnell, schnell. Vielleicht habe ich jetzt was übersehen da unten, aber egal. Jetzt falle ich hier noch runter. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ein neues Audiolog, Elis Plan. Meine Brüder und Schwestern konnten im Wrack von Flug 221 etwas Faszinierendes entdecken. Naniten. Ach, unglaublich rein und weit entwickelt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wahrlich, sie müssen die Boten des Schwarms sein, die uns laut der Weissagung erlösen werden. Etwas zieht mich noch näher zu ihnen. Nachts höre ich, wie sie mich anflehen, ihr Körper zu werden. Meine Gedanken rasen, wenn ich an die Möglichkeiten denke. Wenn wir uns ihre Kraft zu eigen machen, können wir unsterblich werden. Aha, diese Naniten, die waren anscheinend hier auf diesem Flugzeug. Getroffen? Der Kerl ist echt nervig da drüben. Aber den kann ich von hier aus nicht anvisieren. Sehr nervig. Gut. Okay. Hier gibt's Schinken oder Fleisch. Ich hätte da unten noch gerne nochmal geguckt, ob da noch irgendwelches Zeug vor der Tür gelegen ist. Schauen wir jetzt schnell nochmal. Ich hüpfe hier. Oder ob es hier irgendwo weitergegangen wäre. Also jedenfalls gibt es hier irgendwie was zum Aufheben. Ein Schrotthaufen. Aber weiter gibt es hier nichts. Und anvisieren kann man den von hier auch nicht. Okay, gut. Dann muss ich ja wohl wieder rauf und mich hier in den Hintern schießen lassen. Ja gut, dann gibt es auch nichts zum Aufheben.
Dann gehen wir hier halt mal weiter. Könnte ich von hier aus irgendwie wegschnatzen? Nee, das ist einfach zu weit weg. So. Jetzt muss ich wohl hier rauf, oder? Die geht nicht auf. Keiner unser heiliges Ritual stören. Na, aber das ist doch bloß dreckiges Wasser. Sollten wir nicht zumindest Todesleser oder Kraftfelder haben? Jeder könnte den Schmutz hier trockenlegen. Das würde niemand wagen, du verdammter Idiot. Die göttlichen Pläne der Matriarchen stellt niemand in Frage. So, also die Matriarchen. Ist das die Celeste? Hier offensichtlich irgendwas. Wie komme ich denn da rüber, ohne runterzufallen? Oh mein Gott. Ups. Hops. Tür verriegelt. Kühlmittel, Konzentration. Ist zu hoch. Aber ich habe hier meine Medibay. Ich schleiche mich hier mal hin. Kann ich jetzt nicht. Weil die Typen da stehen, oder was? Oh, meine Güte. So, hier der Loft. Ja gut, dann müssen halt die Typen hier erstmal dran glauben. So. Dann wird hier Kühlmittel abgelassen und ich kann irgendwie jetzt irgendwo weiter. Ebene 1 abgepumpt. Alle Türen auf dieser Etage sind funktionsfähig. Okay, gut. Dann vielleicht auch die Medibay? Ja. Ganz geil wäre es natürlich, wenn man hier auch noch so einen Schnellreisepunkt finden würde. So, jetzt kommen wir hier oben und können hier unten und gehen wir denn jetzt hin? Also hier geht's nicht weiter, aber da drüben geht's weiter und da oben geht's weiter. Ah, dann gehen wir erstmal hier lang. Äußere Dächer. Ach so, hier bin ich. Bin ich hier reingekommen? Nee, ich bin von oben irgendwie reingekommen. Oder? Boah, Leute. Genau, ich bin von da oben reingekommen. Das ist hier nur ein Shortcut. Also gehen wir mal hier weiter. Und es ist wieder dunkel. Reaktorkammer. Sieht nicht gut aus, Leute. Es sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich hätte lieber die Sidequest hier im Untergrund machen sollen. Huch. Beobachtungsbereich. Okay, ich beobachte mal. Das Oratorium. Mama weiß es am besten. Ist das wahr, Mutter? Ja, Eli. Wir haben tatsächlich den ewigen Funken geborgen. Diese erbärmlichen Narren von Creo waren für unsere Getreuen keine Herausforderung. Die Stunde der Finsternis rückt immer näher. Mit einer solchen Kraft gesegnet, werden wir die Erde nach unserem Wunsch gestalten. Weißt du, warum Tiere überleben und sich weiterentwickeln? Weil sie, im Gegensatz zu uns, im Einklang mit ihrer Umwelt leben. Es geht nicht um die Natur, mein Sohn. Nicht mehr. Wir sind von nichts als Technik umgeben. Und doch können wir weder ihre Stimme hören, noch ihr pochendes Herz spüren. Wenn der Mensch überleben will, muss er eins mit der Welt um sich herum werden. Ja, Mutter. Wir zünden den Funken.
Wir ändern die Welt! Okay, der Eli hat anscheinend zusammen mit seiner Frau Mama hier... Ups. Ich will hier dein Brustding sie hier haben. Das sieht cool aus. Oh. Das sieht cool aus. Was ist denn das? Brustmodul Spark Fanatic. Aha. Gut, die Waffe hat auch nicht schlecht ausgesehen. Huch. Der Eli strebt anscheinend zusammen mit seiner Frau Mama hier die Weltherrschaft an. So, und was seid ihr hier? Oh, die sind alle 8. Okay. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht schalte ich damit ja was frei. Ah, okay. Materialien sind... Da ist sie wieder. Segne uns mit deiner Weisheit, Mann. Nee, da schalte ich das Ding hier ein und dann rennen die hier alle und gucken. Hey, cool. Cool, cool. Könnte ich mich ja hier sneaky vorbeischleichen? Weil mit 3... 3 möchte ich es hier nicht aufnehmen. Ich schaue mich hier mal um. Join the Spark. Implantatschaltkreis. Der ist auch Stufe 8. Und eine Turbine. Hier geht's wahrscheinlich in den... Huch! In den Tod. Hohoho, so. Aber sonst gibt's hier irgendwie nichts. Außer einem... Loot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Naja, ging ja. Ein bisschen Tech-Scrap haben wir hier bekommen. So, weiter geht's hier. Die gucken hier immer noch Fernsehen. Dann können wir uns hier mal weiter durchschleichen. Das ist ein 8er. Und was haben wir hier hinten? Den kann ich nicht. Das kann ich nicht sehen. Aber dem könnte ich doch mal die Waffe jetzt abnehmen, oder? Oh, oh. Autsch. Oh mein Gott. Wie ist denn das jetzt gegangen? Hallo? Es war jetzt ein bisschen schnell. Mensch. So schnell wollte ich das jetzt gar nicht. So, wie komme ich denn da jetzt wieder runter? Hier irgendwie rein, oder? Naja gut, ist ja nicht viel Tech-Scrap verloren hier. Aber jetzt kann ich dem mal versuchen, hier die Waffe abzunehmen. Ein bisschen vorsichtiger. Nein. So, jetzt aber. Armmodul. Ach, und die Waffe kriege ich gar nicht. Hm.
Okay, gut. Spark Fanatic. Okay. Ach doch, Macht des Funkens. Macht des Funkens. Macht Elektroschaden noch. Ja, dann probieren wir das doch mal aus. Laufen wir damit mal weiter. Das sieht cool aus. Die gucken hier immer noch irgendwie. Achso, hier ging es nicht weiter. Das war der hier, gell? Okay. Vielleicht kann ich bei dem noch ein Beinmodul abstauben. Na? Wie komme ich denn hier auf das Bein? Oh Gott, jetzt kommt der andere auch noch. Ah, nein, 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 nein. Ach komm, zu zweit ist echt blöd hier. Leute, nein, 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 nein. Wah! Und geschossen wird hier auch noch. Überleben. Oh, ich wollte nur überleben. So. Also nichts mit Beinen abtrennen. Das muss ich dann mal irgendwie in Ruhe wieder machen. Oh. Okay, dann haben wir jetzt hier auch irgendwas abgepumpt. Hallo? Großer Schrotthaufen. Also die Rüstungen zusammen zu farmen hier, das wird hart. Das sind einfach zu viele Gegner. Ich würde jetzt ganz gerne hier wieder zu meiner Medibay zurück. Aber ich bin hier irgendwie... gerade... lost. Komme ich hier rein? Nee. Okay, Leute, dann mache ich hier wieder einen kleinen Break und laufe zur Medibay zurück und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wo wir hier dieses Gebäude weiter untersuchen und vielleicht nochmal irgendwo Kühlmittel ablassen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!